Hallo, meine lieben Freunde, und willkommen zu einer weiteren Folge von RimWorld. Wir brauchen natürlich jetzt Holz, Holz, Holz. Befehl heißt jetzt Holz hacken. Viel, viel Holz. Aber Priorität. Buffalo wurde zahm zum Ort. Ja, okay. Sonneneruption, männlich Brumm. Waldarbeit ist jetzt das höchste. Höchste Gut, was ihr kennt. Sag nicht, die ist tot. Ist gestorben wegen nee. Was ist denn mit Vitis? Welches psychisches Brummen? Okay, psychisches Brummen hat aufgehört. Das ist schon mal gut. Behandlung benötigt. Ja, nee, ist klar. Trockenfutter. Da werden jetzt reichlich Meerschweinchen geschlachtet. Aber ich brauche Holz, Jungs und Mädels. Holz wird gefällt, ich höre sie doch. Aber weitem dann nicht genug, glaube ich. Aber da wird was entfernt. Üppige Mahlzeit. Guten. Bisschen Holzfällen tun die ja, das ist gut. So. Das ist jetzt erstmal wichtiger, dass Strom da ist, damit es hier erstmal wärmer drin wird. Das ging ja jetzt gut.
Im Moment läuft das ja ganz gut hier. Ein Wildschwein ist trächtig. Das ist wunderbar, wenn die sich vermehren. Vorratskapsel. Zum Ort springen. Oh, so ein bisschen Uran. So, Lust, du kannst das auch heben, oder? Training, das ist gut. Jetzt kann ich dann diese Viecher dann halt nachher gut trainieren. Wildschweine und halt Buffalos. Du kannst bis unbegrenzt. Du darfst überall hinrennen, mein lieber Labrador. Mit 300 Holz liegt hier rum, das ist schon mal sehr gut. Boomratte und ganz viele Babyschweine. Ich hätte noch Platz für 3 Kolonisten, ohne Probleme. Auch von Arbeitspensum hätte ich mehr Platz. Ja, Buffalo, ne? Ein Haustier, was? Hätte geschlafen, das reicht immer noch nicht, ne? Wenn sie Holz ohne Ende, schon finde ich sehr gut. Ja, das war auf jeden Fall der schlagende Punkt. Im Garantor wieder füllen hier. Dann ist dieser Tag auch schon wieder um. Ja, herrlich. Und viel, viel Holz. Das sind die ganze üppige Mahlzeit, die ganzen Tiere, ne?
befinden sich auf Durchreise, ne? Im Moment auch nicht so viele Angriffe rein. Das ist auch sehr schön eigentlich. Tiere ist der Wahnsinn, was hier immer mit an Tieren rumläuft. Holz kommt ins Lager, das ist doch mal schön. Hier ist unsere Schneiderin. Mami, wie wär's mal, wenn du da ein bisschen arbeiten gehst, tatsächlich? Irgendjemand hat sich den Parker geschnappt. Lecko. Die Besten sind im Moment abgelaufen, da will ich auch noch nicht so groß teilnehmen dran. Freuen die sich, ne? Hat eine üppige Mahlzeit gegessen, sehr gemütlich. Meinung über Bambi, das ist gut. Ja, die sollten mal ein bisschen schlafen. Kann man Lecko mal ein bisschen machen? Exzellent. Das ist doch super. Gute Kleidung. Rudel Menschenjäger zum Ort springen. Das sind Schweine. Normale Schweine. Egal, was ist. Ihr beide müsst da hin. Lauft. Nein, Leo. Oh, Lecko, nein. Flüchte durch die Tür, Lecko.
Nein! Lecko ist tot. Nein, Lecko ist noch nicht tot. Vitus, du verpisst dich. Du gehst hier hin. Lecko darf nicht sterben. Oh, Gefahr vorbei. Gefahr vorbei. Bambi, rette Lecko. Gefahr vorbei? Nein. Ich dachte, die wäre jetzt vorbei wegen Musik. Okay. Mein Gott, ich werde doch jetzt nicht wegen Schwein sterben, oder? Komm, triff. Und jetzt retten. Aber ganz schnell. Wie das seine Arbeit ist jetzt Arzt. Gut. Keine andere Priorität. Ja, rette Lecko. Nichts anderes. Retten. Rette ihn. Körper.
Schlafen ist vollständig geheilt. So. Alle krank, außer einer. Wow, Party. Aber da geht keiner hin, weil alle im Krankenhaus sind. Letzte Lecko. Letzte Lecko. Kurz zum Zusammenbruch. Alter, sind die krank. Okay, ich gehe gerade ein bisschen kaputt. Hier hat gerade Holz kaputt gemacht, oder? Geh noch ein bisschen schlafen. Neko, dich hat es so hart getroffen. Du musst erstmal ein bisschen pennen. Verstehst du? So, alle sind gesund, außer Lecko, das ist schon mal gut. Sind ein bisschen zu schwer aus Marmor, kann das sein? Kleidung finden die alle gut.
So. Behandelt, das ist alles super. Bald wieder fit. Ja, mach das noch zu Ende und dann geh gleich pennen. Noch was machen? Staubmantel dünn, aus dünnem Leder, exzellent. Wurde immun, das ist schon mal gut. Stichname. Geh erstmal was essen, Lecko, und dann leg dich gleich wieder schlafen. Läuft alles super. Aber liebe Freunde, wie es beim nächsten Mal weitergeht, seht ihr dann. Ja, Lecko ist gesund. Ja. Beim nächsten Mal. Dann schaltet doch wieder ein, lasst doch ein Like, lasst ein Abo da, wenn es euch gefällt. Ja, dann bis zum nächsten Mal, denn wir haben alles überstanden, diesen Schweineangriff. Ja. Das war dann nämlich übel. Bis dann. Ciao, euer Schrank.